herzlich willkommen zu diesem neuen Lesemonat. Ich fasse heute die Lesemonate März und April zusammen, da ich in beiden Monaten zusammen nur 3 Bücher gelesen habe. Also im März habe ich 1 Buch gelesen und im April 2 Bücher. Ich habe nämlich im Mai meine schriftliche Abschlussprüfung geschrieben. Das habe ich auch schon in einem Tag erzählt. Und deswegen habe ich mich natürlich mehr aufs Lernen konzentriert als aufs Lesen. Aber fangen wir direkt an, dann wird das Video auch gar nicht so lang. Das erste Buch, was ich beendet habe im März, oder das einzige, was ich beendet habe, war Sag nie ihren Namen von James Dawson. In diesem Buch geht es um, wie hieß sie nochmal? Bobby, genau. Bobby ist ein Mädchen, die mit ihrer besten Freundin Naya auf ein Internat geht. Und dieses Internat ist sehr streng, was so die Ausgehzeiten und auch generell das Leben dort beherbergen. Aber Bobby ist die Tochter einer sehr, sehr bekannten Berühmtheit. Und ja, ihre Mutter hat deswegen keine Zeit für sie. Und Bobby ist somit auf diesem Internat. Und an Halloween ist Bobby mit ihrer besten Freundin Naya, wie schon gesagt, mit anderen Leuten, die eigentlich weniger ihre Freunde sind, unterwegs und sie denken sich, sie machen sich einen Spaß, indem sie Bloody Mary rufen. Ich glaube, jeder von uns kennt diesen Prozess, dass man sich vor den Spiegel stellt. Ich kannte es mit 3-mal, aber ich glaube, hier sagen sie es 5-mal. Ne? Sie stellen sich halt im Bad vor den Spiegel und machen halt dieses Ritual und Bobby macht halt mit, obwohl sie ihr wirklich unheimlich ist, weil es halt so ein bisschen dieses Gruppenzwang-Feeling hat und auch ein Junge dabei ist, den Bobby sehr attraktiv findet. Und sie befinden sich so im Alter 16 und ab dieser Nacht wird dann alles anders. Es tauchen rätselhafte Sachen auf, es passieren rätselhafte Dinge und ich kann es nicht anders sagen, als ich war so beeindruckt davon. Also natürlich ist es nicht real, aber deswegen habe ich das Buch ja nicht gelesen, mir war das schon klar. Bloody Mary ist halt eine Sache, die interessiert mich schon immer irgendwie. Ich finde dieses Thema cool, ich fand es als Jugendliche cool, ich finde es immer noch cool. Und ich lese euch am besten mal den Klappentext vor, weil ich will halt einfach nicht so viel verraten. Als Bobby und ihre beste Freundin Naya an Halloween den legendären Geist Bloody Mary beschwören sollen, glaubt niemand, dass wirklich etwas passieren wird. Also vollziehen sie das Ritual. Vor einem mit Kerzen erleuchteten Spiegel sagen sie Marys Namen und nichts regt sich, oder doch? Am nächsten Morgen findet Bobby eine Botschaft auf dem Spiegel. 5 Tage. Immer mehr merkwürdige, furchterregende Dinge geschehen und bald wird klar, etwas wurde aus dem Jenseits gerufen. Etwas Dunkles, Grauenvolles. Sie ist ein böser Hauch, sie lauert in Albträumen, sie versteckt sich in den Schatten des Zimmers, sie wartet in jedem Spiegel, sie ist überall und sie plant ihre Rache. Und ja, Bobby und ihre Freunde machen sich dann halt auf die Suche, herauszufinden, was mit Bloody Mary passiert ist und wieso sie im Internat spukt. Ja, wie gesagt, ich möchte nicht zu viel verraten, aber ihr könnt mir glauben, wenn ich sage, es steckt so viel mehr dahinter, auch wenn das Buch nicht dick ist. Hier werden Sachen aufgedeckt, hier werden Verstrickungen gemacht. Ich war so überwältigt, es war so cool. Sowas Cooles habe ich schon lange nicht mehr gelesen. Dieses Buch wird definitiv nicht ausziehen und es wird auch nicht nur einmal gelesen werden, sondern ich lese das, glaube ich, noch 50 Mal. Ich habe mich so gegruselt und ich liebe das, mich beim Lesen zu gruseln. Ja, es ist eine Riesenempfehlung. Dann habe ich im größten Teil im März und den Rest im April, also ich habe 900 Seiten im März davon gelesen, und zwar Das 8. Leben für Prilka von Nino Haratisch-Willi. Ich bin ehrlich, ich werde zu diesem Buch keine schriftliche Rezension machen und auch keine Videorezension, da ich es mir einfach nicht zutraue. Ich habe ja damals meinen Internetblog gestartet, also meinen richtigen Schreibblog, um für jedes Buch, das ich lese, eine Rezension schreiben zu können, einfach für mich selber auch, wie eine Art Tagebuch, damit ich weiß, wie es mir gefällt. Das werde ich bei diesem Buch, wie gesagt, nicht machen. Es wird auch keine Videorezension geben, wie gesagt, weil ich mir das halt einfach nicht zutraue. Es ist ein Buch von 1200 irgendwas Seiten, hat es gehabt, und wir begleiten eine komplette Familie. Ich kann euch das ja mal kurz zeigen. Da hinten
ist ein Stammbaum drin und wirklich jeder, der in diesem Stammbaum steht, oder fast jeder, ich glaube, also jeder wird auf jeden Fall mal erwähnt, aber und fast jeder hat eine eigene Geschichte in diesem Buch und auch die, die keine eigene Geschichte haben, kommen trotzdem viel vor und haben viel Nebenstory. Also es ist halt einfach eine Familiensaga. Wir starten in dieses Buch halt mit Stasia. Sie ist die Tochter von einem Schokoladenfabrikanten. Und spielt in Georgien im Jahr 1900. Hier hinten steht halt drauf, Georgien im Jahr 1900. Mit der Geburt Stasias, Tochter eines angesehenen Schokoladenfabrikanten, beginnt diese spannungsreiche Familiensage. Ein berauschendes Epos über 6 Generationen und 8 außergewöhnliche Leben. Also so ist das Buch auch eingeteilt. Es sind 8 Leben und es wird immer ein Leben von einem anderen Protagonist, sage ich jetzt mal, weil es gibt hier eigentlich nicht nur einen Protagonist, obwohl Stasia ja sehr, sehr viel Raum einnimmt, aber jeder nimmt irgendwie einen großen Raum ein. Es ist schwer zu erklären und zu beschreiben, deswegen traue ich es mir nicht zu, eine Rezension zu schreiben oder zu drehen, das sage ich ganz offen und ehrlich, einfach weil ich denke, ich werde dem Buch gar nicht gerecht. Es passiert hier drin so viel, es passieren schlimme Dinge, sehr viele schlimme Dinge, es passieren schöne Dinge. Man wächst durch diesen Ablauf von den Generation und mit diesem Aufwachsen der Kinder und dann kriegen die Kinder wieder Kinder und also die erwachsenen Kinder, aber die waren ja vorher Kinder, ihr wisst schon, wie ich meine. Man wächst so mit denen zusammen, dass man alles mitfühlt und dass man hofft, es geht alles gut und denen wird nie was Schlimmes passieren und dann passiert doch was Schlimmes und dann weint man mit denen, man freut sich mit denen und es gibt Handlungen, die kann man gar nicht nachvollziehen, dann gibt es wieder Handlungen, die konnte ich so gut nachvollziehen und es waren wirklich 8 außergewöhnliche Leben, die hier drin beschrieben worden sind. Und das Ende ist ein bisschen... Naja, ich habe halt nichts wirklich gegen offene Enden, weil ich mir gern immer selber ausmale, wie es weitergeht und was passiert. Hier ist es so, ja, es hat mich nicht gestört, hat es wirklich nicht. Aber es wäre auch cool gewesen, zu wissen, was die Autorin... was sie sich denkt, wie es jetzt weitergeht. Vielleicht wollte sie auch keinen Schlussstrich setzen und hat es deswegen offen gelassen. Auf jeden Fall werde ich noch alle anderen Bücher von Nino Haratashvili lesen, die übrigens eine deutsche Autorin ist. Sie wohnt in Hamburg, glaube ich, gell? Ist aber in Georgien geboren, aber ich glaube mittlerweile, genau, die Autorin lebt mit ihrer Familie in Hamburg. Ja, was soll ich noch darüber erzählen? Es ist so tiefgängig, die Charaktere sind so komplex ausgebaut, als hätte es sie wirklich gegeben. Vielleicht ist ja auch irgendwas an der Realität, an dem Buch, ich weiß es nicht. Ich kenne die Autoren und ihre Geschichte nicht. Vielleicht sind es ihre Vorfahren gewesen, man weiß es alles nicht. Ich finde, dadurch, dass sie halt in Georgien geboren wurde, konnte sie das alles so richtig plastisch beschreiben. Man hat sich wirklich so gefühlt, als wäre man in Georgien. Es kommen natürlich auch Sachen wie die Demonstration, der Krieg, ja, was alles so schief läuft, wie schlecht es den Menschen geht, dass sie kein Essen haben und ja, die Familie, ich kann mir echt den Nachnamen nicht merken, Yashi, genau. Die Familie Yashi ist keine Familie, die jetzt super arm wäre, sie ist eigentlich gut betucht und ja, wie gesagt, es hat mir einfach so gut gefallen, diese Kinder aufwachsen zu sehen, dann kriegen diese Erwachsenen selber Kinder und man weiß, wie haben die sich als Kind aufgeführt und wie erziehen die jetzt ihre Kinder und ist es einfach wirklich cool gewesen mitzuerleben und sehr, sehr, sehr interessant. Also ich kann das Buch wirklich jedem empfehlen. Ich habe es in der Leserunde gelesen. Es gab ein paar, die haben es nicht gemocht. Ich glaube, es gab auch welche, die haben es abgebrochen. So genau weiß ich es nicht mehr. Also für mich war das ein wirklich erstklassiger Roman. Ich werde ihn bestimmt irgendwann nochmal lesen. Kommen wir zum letzten Buch für dieses Video und das letzte Buch, was ich dann im April nach Das achte Leben gelesen habe, ist Silber, das erste Buch der Träume. Diese Trilogie steht seit 2017, glaube ich, auf meinem Sub. Ich weiß es gar nicht mehr so genau, aber sie steht schon länger auf meinem Sub. Ich habe den Schuber mal zu Weihnachten, glaube ich, bekommen oder zum Geburtstag oder habe ich ihn mir selbst gekauft, ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist es eigentlich schon schade, dass ich so lange die Bücher von Kerstin Gier nicht gelesen habe. In diesem Buch geht es um Liv und ihre kleine Schwester spielt eigentlich auch eine etwas größere, was heißt größere Rolle eigentlich nicht. Aber sie ist irgendwie schon sehr präsent für mich. Ich mag sie sehr, beide. Ja, es geht halt um die beiden.
vorrangig um Liv, die nie so wirklich einen festen Wohnsitz hatten, da ihre Eltern beide Jobs haben, also die Eltern sind getrennt, aber sie haben beide Jobs und von ihnen wird halt verlangt, dass man öfters mal umzieht und an andere Wohnorte muss. Was genau das für Jobs sind, könnt ihr selbst lesen, das will ich jetzt nicht so viel vorwegnehmen. Auf jeden Fall wird von ihnen halt abverlangt, dass sie oft reisen. Und so haben Liv und ihre Schwester Mia, hieß sie, glaube ich, ist ja kein Rückentext drauf, Mia hieß sie, glaube ich, halt nie so wirklich ein Heimatgefühl entwickelt. Und dann beschließt ihre Mutter, mit ihnen nach London zu ziehen, in ein wunderschönes Farmhaus. Doch als es soweit ist, stellen sie fest, ihre Mutter zieht nicht mit ihnen in dieses Farmhaus, sondern in ein Stadthaus zu ihrem neuen Freund, welcher selber Kinder hat. Ja. Und das ist so die Grundstory und natürlich geht es um Träume. Liv fällt halt schnell auf, dass sie sich in ihren Träumen frei bewegen kann. Und irgendwie hat sie das Gefühl, dass das, was sie träumt, von der Realität gar nicht so weit entfernt ist und dass die Leute, die sie im Traum trifft, eventuell sogar wissen, dass sie sie im Traum trifft, dass das halt mit in die Realität getragen wird. Mehr möchte ich gar nicht verraten. Ich fand das Buch so cool, weil es geht auch viel ums College. Es ist so richtiges College-Feeling und ich liebe College-Geschichten, ich liebe auch College-Filme. Ich wäre in meinem Leben, glaube ich, so gerne auf so eine richtige Highschool gegangen, auf so ein richtiges, weiß nicht, so richtig mit diesen Cheerleadern und Footballern, mit den Nerds und wie das in den Filmen immer so richtig klischeehaft ist. Ich liebe das und das ist hier genauso. Und Liv ist keine graue Maus. Sie ist zwar jetzt nicht so das It-Girl, aber sie ist halt tough. Sie hat einen Spruch auf den Lippen. Ich stelle sie mir einfach richtig goldig vor, aber auch richtig cool. Und ihre Schwester, die ist der Oberhammer. Was die in ihrem Alter schon für Sprüche reißt, das wäre mir im Traum nie eingefallen. Soweit hätte ich wahrscheinlich nicht mehr denken können. Ja, die beiden sind halt super eingespieltes Team. Ich lieb's. Und ich musste in diesem Buch bestimmt an die 30 Mal lachen. Und zum Ende hin wurde es richtig spannend. Man kennt es ja von Kerstin Gier. Und ich muss sagen, wenn diese Reihe so weitergeht, wird sie sogar die Edelstein-Trilogie vom Thron stoßen. Es ist fällt mir schwer, das zu sagen, weil durch die Edelstein-Trilogie habe ich überhaupt erst angefangen zu lesen. Und bis jetzt stelle ich die noch gleich. Aber die Sache ist, dass Träume mich schon immer viel mehr interessieren, da ich selber ein sehr, sehr intensiver Träumer bin. Also es gibt keine Nacht, in der ich nicht träume. Und auch dieses Thema luzide Träume und so, das interessiert mich total und ich informiere mich da wirklich sehr oft drüber. Und deswegen ist das Buch für mich halt einfach besser, nicht vom Inhalt, sondern für mich besser vom Thema als die Edelstein-Trilogie. Und ich hoffe, es geht so weiter. Und ja, ich möchte die Trilogie jetzt im Mai, Juni auch beenden. Ja, das waren die drei Bücher, die ich im März, April gelesen habe. Im Mai habe ich auch schon ein Buch beendet. Also ich denke, dass der Lesemonat besser wird. Und dann bekommt ihr im Juni auch das Video. Ich habe am 8. Juni meine mündliche Abschlussprüfung. Und ich denke, dass ich danach dann das Video drehen werde. Und ja, dann bin ich hoffentlich endlich frei. Drückt mir die Daumen, dass ich alles so weit bestanden habe. Und ja, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Ihr könnt mir jetzt gerne in die Kommentare schreiben, was ihr so gelesen habt. Ob ihr eins der Bücher schon gelesen habt. Und ja, was ihr mir vielleicht empfehlen würdet. Und ihr könnt mir auch mal gerne in die Kommentare schreiben, was für Videos ihr eventuell gerne...